liebe Wifriele, heute wieder neues Workout, diesmal nicht mit Wasserflaschen, diesmal nur mit Körper. Und wir machen auch für Körper, für vorn und für hinten. Da brauchen wir heute nur eine Matte, ein Handtuch und Wasser, aber diesmal zum Trinken. Wieder dabei, Erika, die zeigt uns die einfache Variante. Und Monique, die gibt Gas, wer möchte, kann da mitmachen. Und ich versuche nebenbei zu erzählen, was genau wir machen wollen. Wir haben wieder das Workout wie letztens auch, 30 Sekunden Vollgas, 15 Sekunden Pause, Positionswechsel, nächste Übung. Alles klar, seid ihr bereit? Matte hingelegt? Mach ich Mucke an? Geht los. Wir gehen auf den Rücken. Wir fangen an mit Bauch. Ja, Beine kommen nach oben. Die Beine kommen nach oben. Oberkörper bleibt tief. Erika, du machst ja die einfache Variante. Monique kommt mit nach oben mit mir. Und wir gehen über Kreuz. Hoch und runter, hoch und runter. Ja, ich versuche zu sagen... Mucke läuft. Und er sagt uns, wann wir starten. Rücken ist fest auf der Matte. Entspann noch etwas deine Bauchmuskulatur. Geht ja gleich los. Und die Beine sind oben. Oberkörper hoch. Handflächen zeigen zur Decke. Die Beine kreuzen hoch und tief. Einfache Variante zeigt Erika. Erika, du musst festhalten hier am Oberschenkel. Ja, damit man weiß, das kann auch jemand machen, der die Beine nicht so weit nach oben bekommt. Jawohl. Und der Oberkörper liegt ganz flach auf dem Boden bei der einfachen Variante. Ansonsten nach oben und schau zur Decke. Jawohl. Sehr gut. Dreh dich um in die Plank-Position oder in die Brettposition. Wir halten 30 Sekunden. Einfache Variante, Knie unten. Der Po ist fest. Und los geht's, nach oben. Bauchnabel anspannen, ja, sehr schön. Der Po noch etwas tief. Sehr gut halten, jawohl. Dein Blick ist auf deine Hände genau vor dir. Nirgendwo anders hin, außer ich heute. Ihr braucht ja Motivation. Schön halten. Und noch ein bisschen. Festbleiben. Und das Atmen nicht vergessen, ist ganz wichtig. Noch ein bisschen, wenn du anfängst zu zittern, dann fängt dein Muskel an zu arbeiten. Sehr schön. Umdrehen. Luft holen beim Umdrehen. Sit-up. Ganz normal. Monique und ich kommen ganz nach oben und Erika macht die Hälfte der Strecke. Du kannst hier unten dich festhalten und hier hochziehen. Ne? Und los geht's. Nach oben und nach unten. Nicht ablegen. Jawohl. Nach oben und nochmal. Jawohl. So wenig wie möglich Schwung. Ja, Rücken schön, gerade wenn du nach oben kommst, zieh dich lang. Ja, und immer wenn du Anstrengung spürst, ausatmen. Und aus. Jawohl, noch einer. Hopp. Sehr schön, umdrehen, umdrehen. Plank-Position, umdrehen. Wir haben nur 15 Sekunden Zeit, wann ist hier los? Nach vorne und nach hinten. Erika macht wieder einfach. Und ansonsten nach oben die Knie, vor und rück. Jawohl. Vor und rück. Und vor und rück. Jawohl. Schön ziehen. Festbleiben. Vor und rück. Vor und rück. Jawohl. Noch einmal. Und vor und rück. Letzte. Vor und rück. 3 Sekunden mehr Pause, einmal mehr Luft holen und wieder auf den Rücken. Erster Block ist geschafft. Jawohl. Nächste Runde. Auf den Rücken legen, Beine kommen wieder nach oben. Wir öffnen die Beine und schließen die Beine. Und gehen hoch und tief. Und los geht's. Tief. Passt auf, wenn ihr die Beine auf und zu macht, dass die Hüfte nicht rausspringt. Schön festbleiben. Jawohl. Einfache Variante, so wie Erika, macht den Kopf ablegen. Jawohl. Schön halten. Jawohl, zieh noch ein bisschen. Jawohl, gleich geschafft. Und nochmal. Jawohl. Wieder umdrehen. Andere Übung. Plank. Wieder für den Rücken. Bauchnabel wieder fest. Rücken lang und gerade. Plank hin. Rechts und links. Also tief und hoch. Hüfte auf der Seite, Tisch auf den Boden und wieder hochkommen. Mit Muskulatur, nicht mit Schwung. Und nochmal. Hopp.
Jawohl. Zieh dich hoch. Hopp. Zieh dich hoch. Jawohl. Oh, sehr guter Mann. Hopp. 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 Und nimm mit dir bleiben. Sehr schön. Und wieder auf den Rücken. Hier bleiben. Flatterkicks. Auf dem Boden. Oberkörper bleibt unten. Einfache Variante. Beine lang. Flattern. Und wir kommen nach oben. Flattern. Jawohl. Flattern. Noch ein bisschen. Schön lang ziehen. Wenn du möchtest, hier festhalten. Jawohl. Flattern. Jawohl. Und die letzte. Zieh noch ein bisschen. Bleib geschafft. Einmal nach oben kommen, noch einmal umdrehen, dann kurze Pause. Jawohl. Wieder nach vorne kommen. Und Beine heben. Hoch. 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 Jawohl. Hep. Hep. Jawohl. Langsam heben. Und schön festbleiben im Rücken. Festbleiben. Jawohl. Und fest. Und noch einmal. Hopp. 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 Und auf die Knie. Einmal Luft holen. Oh, wir machen uns einmal lang. Wir entspannen uns kurz. Zwei Titel können wir auslassen. Lang machen. Und wenn du möchtest, trink einen kleinen Schluck. So, es geht weiter. Waschen Twist, Leute. Los geht's. Oh, wir müssen die Musik lauter machen. Jawohl, wenn du möchtest, hebst du die Beine hoch. Überkreuzt die Beine. Rücken bleibt fest. Bauch bleibt fest. Zieh dich rum. Ganz um die Seite. Und noch ein bisschen. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Rücken kurz entspannen. Nächste Übung ist Käfer. Für manche Männer koordinativ eine große Schwierigkeit, aber probiert es einmal aus. Rechter Arm, linkes Bein. Linker Arm, rechtes Bein. Auf den Rücken, Beine anwinkeln. Los geht's. Oberkörper bleibt tief, Erika. Jawohl. Lange Beine, lange Arme. Schön ziehen. Lang, lang, lang. Jawohl. Zieh schön. Oh, sehr gut. Und noch ein bisschen. Hopp, hopp, hopp. Jawohl. Und einmal kurz ranziehen. Fantastisch. Nächste Übung, leg lieber nach oben die Beine. Hopp und nach vorne. Einfache Variante, nacheinander die Beine und einmal nach oben. Los geht's. Hopp und lang. Die Fußsohle zeigt zur Decke. Der Schwung ist gerade nach oben, nicht über den Kopf. Gerade nach oben, nicht über den Kopf. Hopp und nochmal. Nach oben. Hopp. Fußsohle zeigt zur Decke. Hopp. Jawohl. Und einmal lang. Hoch. Und noch einmal. Hopp. Sehr schön. Knie ranziehen. Noch eine Übung. Wir bleiben auf dem Rücken liegen. Beine sind so angewinkelt. Oberkörper für die schwierige Variante kommt nach oben und die Beine werden vorne nur kurz abgesetzt. Und wieder zurückziehen. Los geht's. Einfache Variante. Du bleibst auf dem Boden liegen und hältst deine Oberschenkel und hilfst mit den Händen, die zurückzuholen. Erika, zeigt euch das. Das ist die einfache Variante. Schwierige Variante, nach vorne ablegen. Jawohl. Einmal anditschen, Hacken auf den Boden. Jetzt, und nochmal, hopp. Und nochmal, lang. Sehr schön, Spannung halten. Sehr gut, schon wieder ein Block geschafft. Einen haben wir noch. Drehen wir uns wieder um.
Letzter Block, dann kommt die Entspannung. Also mir ist warm, ich kann mich nicht beklagen, mein Schlauer ist auch warm, ja? Na, das ist ja gut. Unterarmstütz in den Plank und wir heben unsere Beine nach außen und wieder nach innen. Einfache Variante, wie ihr seht, bei Evita, raus und rein. Es ist nicht wichtig, dass du schnell bist, es ist wichtig, dass du fest bist. Halte dich schön fest, das heißt Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und bleibst lang und gerade. Und die letzten, hopp, hopp, hopp. Jawohl, und in die Mitte. Knie nach unten, entspann dich. Eine kleine Workout-Übung nach vorne und zur Seite. Die Übung habe ich schon einmal gemacht. Fügen wir jetzt zusammen. Los geht's. Vor, rück und jetzt zur Seite die Hüfte. Eins und zwei. Und noch einmal. Vor, rück, rechts und links. Jawohl. Das schaffen wir noch mindestens ein. Vielleicht geschafft. Dann kommt nur noch Entspannung und vor und rück. Rechts und halten. Jawohl. So. Mountainclimber. Für viele ein aggressives Wort, auch für mich. Aber heute probieren wir die Übung. Unter den Bauch. Einfache Variante ist raus. Raus. Ja, das ist eine einfache. Wir machen die etwas schwierigere. Unter die Brust. Und halten. Hopp. Jawohl. Schön nach außen. Und nochmal. Hopp. 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 Und ziehen. Hopp. Jawohl. Und gleich geschafft. Hopp. Sehr schön. Auf dem Rücken, letzte Übung, der Vogel. Ganze Variante von Anfang bis Ende. Einfache Variante, du bleibst dann oben. Ne? Los geht's. Hoch, auf, hoch und tief. Hoch, auf und lächeln. Und nochmal. Hoch, auf und tief. Und zieh noch einmal. Die letzte Übung. Schön festbleiben. Hoch. Auf und tief. Hoch. Auf und noch einer. Hüpp. Und komm nach oben. Mach die Füße aneinander. Leg deinen Oberkörper etwas nach vorne ab. Entspann deinen unteren Rücken. Brauchst du gar nicht mehr jetzt großartig dich anstrengen. Hol einfach Luft. Beine aneinander, wie ein Schmetterling, Arme nach oben und ausatmen. Jawohl, noch einmal hoch und ausatmen. Beine lang. Nach oben. Oh, sind ja ein bisschen leichter lang, sonst hörst du mich gar nicht. Nach oben, zur Seite, der Bauch auf den Oberschenkel. Und halte dich einfach fest. Jawohl. Lösen die Beine, nach hinten kommen, ablegen, Beine lang, Arme über den Kopf, zieh dich einmal lang, rechter Fuß ganz weit rausziehen, linker Arm ganz weit raus, diagonal auseinanderziehen, halt die Dehnung und damit du wieder gleich lang bist, rechter Arm, linkes Bein hinterher und spüren, wie groß du bist, halt das einmal, atme in deinen gestreckten Bauch. Und wieder ausatmen, lösen, die Knie kommen nach vorn. Einmal ranziehen zur Brust und roll deinen unteren Rücken auf den Boden. So, dass es dir angenehm ist, dass du dich gut fühlst. Jawohl, stellst du beide Füße ganz nah auf. Arme an die Seite, schaust du nach rechts, aber die Beine fallen nach links. Schulter bleibt auf dem Boden, nur so weit die Beine zur Seite, so weit die Schulter auf dem Boden bleibt. Wenn du möchtest, die fortgeschrittene Variante, vorderes Bein nehmen, ablegen, Schulter bleibt auf dem Boden. Sehr schön. Atmest du ein, kommst mit deinen Knien in die Mitte, der Kopf wechselt zur anderen Seite und auf die Beine. Die fallen nach unten. Und wenn du möchtest, das vordere Bein nehmen, lang, die Schulter bleibt auf dem Boden.
und einatmen, in die Mitte kommen. Die Knie wieder ranziehen zur Brust, umfasst deine Knie, Kehle und Schaukel, die ganze Wirbelsäule. Zwei, dreimal, bis du in die sitzende Position kommst. Nach vorn, Arme nach oben und noch einmal den Rücken lang ziehen. Sehr schön. Aufstellen, Füße auf den Boden, schieb dein Popo nach oben. Vorne die Beine bleiben, Oberkörper bleibt unten und roll dich nach oben. Schulter kommt zurück. Atme ein. Mach dich ganz locker. Und nochmal ausatmen. Lang, Füße zusammen. Einmal die Hand nach vorne, die Hand nach vorne. Einmal auf die Schulter und hier. Sehr gut gemacht. Ganz tolles Workout. Ich hoffe, euch geht's gut. Viel Spaß noch.